Moin, liebe Top-Familie, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge von My Little Pony. Wir sind bei Folge 13 angelangt. Mit dem Titel Träumen Prinzessinnen von Schäfchen. Für mich ist ein neuer Tag, ihr seht es vielleicht. Ist genau ein Tag jetzt später. Im Gegensatz zur letzten Folge, müsst ihr wissen. Haare weg und ich habe hier einen wunderschönen Tee bei mir, weil ich fühle mich so leicht verschnupft. Ich habe das Gefühl, echt, dieses Jahr geht so rum mit so Erkältung. Also wirklich sehr viel Erkältung, weil in meinem ganzen Umfeld ist es wirklich ungelogen so, dass jeder mindestens schon einmal in diesem Jahr erkältet war. Mich hat es auch ein paar Tage mal weggehauen. Habt ihr vielleicht auch mal gelesen im Community-Tab. Ist ja auch schon ein bisschen her, wo mir es ja gesundheitlich nicht gut ging. Deswegen. Aber ich habe hier jetzt so einen schönen Kräutertee. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr so Tee trinkt. Ich weiß ja nicht, ob ihr Tee trinkt. Mögt ihr Tee lieber heiß, lauwarm oder etwas kälter abgekühlt? Ich bin einer, und das ist wirklich so, man sieht es aber, glaube ich, nicht in der Kamera. Aber jedenfalls, der muss bei mir echt heiß sein. Ich vertrage wirklich ganz heiß und ich vertrage ganz kalt. Das ist echt seltsam bei mir, ist aber wirklich so. Von daher, ich bin sehr gespannt, was in dieser Folge passiert. Lasst deswegen doch sehr gerne vorab einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Folge. Da waren Pinkie Pie, Apple, also alle sind da, okay. Sei willkommen, Tantabus. Ich bin bereit. Tantabus. Prinzessin Luna verwandelt sich in Nightmare Moon. Schon wieder. Ja, aber zum Glück haben wir inzwischen ein Mittel dagegen. Was geschieht jetzt? Nein, er ist gegangen! Wer hat diesen Traum, ist die Frage. Luna? Träumt Luna selbst? Ja. Was? Mein Albtraum ging gut aus. Das ist gar nicht möglich. Warum ist das nicht möglich? Auf jeden Fall wie immer auch Prost. My little pony. Ich fragte, wo die Freundschaft gut sein kann. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz, von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein und obendrein die Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Friendship is magic. Aber warum ist das nicht möglich? Mal gucken. Danke, Rarity, dass du das organisiert hast. Ein Pflegetag für unsere Haustiere war wirklich eine tolle Idee. Ich glaube, du fing auch schon mal eine Folge an, irgendwie mit dem Pflegetag der Tiere. War das dann nicht die Folge, wo Spike auf die Tiere aufpassen musste? Ich glaube. Was ich gerade nur sagen wollte, wegen Schlaflöhe, das ist ja so gesehen für mich ja jetzt gerade auch ein neuer Tag. Ich muss ganz ehrlich zugeben, letzte Nacht, ich habe so konfus geträumt, weil ich aktuell jetzt sehr, sehr viele Serien auch so wieder gesehen habe. Also dieses Jahr habe ich auf jeden Fall schon mehr Serien geschaut, unterschiedliche, als letztes Jahr. Und dazu zählt natürlich auch Kurzserien. Letztes Jahr habe ich irgendwie da echt Serien so vernachlässigt, sag ich mal. Aber dieses Jahr habe ich jetzt schon einige Kurzserien, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt bestimmt. Aber weil das dauert ja auch, das durchzugucken, sitze ich bestimmt gerade an Elementary, weil Elementary habe ich jetzt schon auch sehr, sehr lange jetzt vorgehabt, eben zu gucken, tatsächlich. Gibt es auf Paramount Plus, von daher, falls ihr das habt, kann ich euch das auch nur empfehlen. Worauf ich aber mit dem Schlafen und Träumen hinaus wollte. Letzte Nacht habe ich tatsächlich, wie gesagt, von einer Serie geträumt, die ich jetzt beendet habe. Und habe halt geträumt, ich wäre ein Vampir. Und habe halt so mich dann gefragt, wäre es nicht geil, ein Vampir zu sein? Einerseits,
würde ich auf ewig leben und würde meine Familie dann fragen, ey, soll ich euch auch verwandeln? Weil dann kann man wirklich bis in die Unendlichkeit ja immer leben. Und dann habe ich mich aber auch gleichzeitig gefragt, ist das dann wirklich so wie in diesen Vampir-Serien und ich müsste mich die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit auch von Blut ernähren? Schwierig. Weil das eigene Blut kann man ja nicht nehmen und dann müsste man ja einen Menschen nehmen und weiß nicht. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr das machen würdet. Oh wei, das tut mir so leid. Ich habe in der letzten Nacht meinen Schönheitsschlaf nicht bekommen. Wisst ihr, ich konnte auch überhaupt nicht gut schlafen. Ich bin auch total erledigt. Okay, Winona, Zeit dich zu kämmen. Ups, ich glaube, dass ich viel zu müde bin, um dich jetzt zu kämmen. Ich glaube, das liegt doch an Luna, oder? Weil Luna guckt ja auch immer, dass die Träume und alle ruhig schlafen. Aber dadurch, dass sie selbst irgendwie, ja eigentlich ja gut geträumt hat, sage ich jetzt mal. Werden wir noch genauer ja jetzt erfahren. Konnte sie, glaube ich, dadurch, dass sie dann ja aufgewacht ist, konnte sie sich nicht um die anderen kümmern. Habe ich so ein bisschen im Gefühl. Ich bin sogar extra früh ins Bett gegangen. Aber dann hatte ich einen furchtbar gruseligen Albtraum. Ich auch. Naja, ehrlich gesagt war mein Albtraum jetzt gar nicht so schrecklich. Also meiner schon. Da tauchte ein blaues Nebelmonster auf und... Was? Ich habe auch von einem blauen Nebeldings da geträumt. Ich auch. Und was soll's? War garantiert nur reiner Zufall. Das wäre dann aber ein übler Zufall. Wieso hatte ich diesen Albtraum denn nicht? Ich habe super geschlafen. Wie kann es sein, dass wir alle den gleichen schrecklichen... Ja, weil ihr alle verbunden seid. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, wer uns helfen kann. Spike, könntest du bitte einen Brief an Prinzessin Luna schicken? Sicher. Bin bereit. Liebe Prinzessin Luna, in der letzten Nacht haben meine Freundinnen und ich von einem Wesen aus blauem Nebel geträumt. Ich bin sicher, du hast viel zu tun, aber... Wenn du die Möglichkeit nicht schreiben. Hast, gib uns Bescheid, ob du dir vorstellen kannst, was es bedeutet. Deine Prinzessin Twilight Sparkle. Mein Ganon kannst du weglassen. Wer von euch hat die Nebelkreatur in ihrem Albtraum gesehen? Wow, das ging ja rasend. Wir alle sahen sie. Nein, ich nicht. Ja. Wissen wir doch. Dann kennst du dieses blaue Nebelmonster also? Der Tantabus ist eine Kreatur meiner Albträume. Und er ist gestern aus meinem Traum entflohen. Aber wie konnte er dann in unsere Träume gelangen? Der Tantabus ist wie ein Parasit. Meine Träume scheinen ihm offenbar nicht mehr zu genügen. Und er sucht andere Opfer, die er verderben kann. Er muss von euch wohl in meinen Träumen erfahren haben. Wow, wow, wow! Willst du damit etwas sagen? Du hast von ihnen allen geträumt, aber nicht von mir? Naja, wir hatten alle ich so jetzt einen Nebelalbtraum. Ist doch kein Ding. Ich habe bemerkt, dass der Tantabus immer stärker wurde. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er stark genug ist, meinen Träumen zu entkommen. Wenn seine Kraft weiter wächst, findet er vielleicht einen Weg in die Realität. Damit würde er ganz Equestria in einen wahren Albtraum verwandeln. Das wäre Hölle. Okay, ich nehme alles zurück. Das klingt ja fürchterlich. Wirklich fürchterlich. Wir haben alles so vorbereitet, wie du gesagt hast. Gut. Während ihr sechs hier schlaft, werde ich die Kreatur verfolgen, wenn sie in einem eurer Träume auftaucht. Apropos Prinzessin, was hältst du davon, wenn wir auch Prinzessin Celestia um Hilfe bitten? Meine Schwester kann da überhaupt nichts tun. Im Reich der Träume besitzt sie keine Macht. Nee. Nur ich kann von Traum zu Traum wandern. Ja, das stimmt. Ich fürchte, kein Pony kann mir in dieser Nacht helfen. Auch wir nicht? Vor allem ihr nicht. Ihr musstet wegen mir schon so sehr leiden. Ich möchte, dass ihr schlaft und ich jage den Tantabus in euren Träumen. Wirklich, wie alle gerade... Oh, was will denn Spike jetzt schon wieder? Das hat man schon gerade gehört. Aber wie alle gerade so an der Bettdecke und dann so sich da so festhalten, wie so, ich sag mal wirklich, wie so kleine Mädchen, wenn sie im Bett liegen und noch irgendwie entweder eine gute Nachtgeschichte hören wollen oder Angst haben, einzuschlafen, irgendwie, weil sie vor irgendwas Angst haben. Das hat sich gerade so sehr geähnelt, so dieses Ebenbild, sag ich mal.
Vielleicht können dir die Ponys nicht helfen, aber ich bin kein Pony. Ich will auf keinen Fall schlafen und über euch alle wachen. Oh, danke schön, Spike. Das Gute ist, dass ich wahrscheinlich ganz schnell einschlafe. Liegt wohl daran, dass ich letzte Nacht nicht schlafen konnte. Machst du Witze? Das ist so aufregend, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt... Warum schlafen die zwei denn in einem Bett? Weil Spike jetzt dann Bett nehmen musste, oder wie? Spike sitzt einfach nur ruhig. Oh Mann, die sind ja überirdisch. Das ist Avantgarde. Da war der Cantabus oder Tantabus. Vergesst Avantgarde, viel passender ist Engarde. Engarde. Er ist hier. Monster, tut denn sowas? Der Tantabus. Tantabus. Müssen wir ihn aufhalten? Nein, bitte. Ich möchte auf keinen Fall, dass du wegen mir noch mehr leidest. Ich werde ihn fangen. Ja, und jetzt... Jetzt ist sie doch in Rarities Traum und kämpft dagegen. Und gleich... Er ist in einen anderen Traum gesprungen. Ja. Wenn ich ihn aufhalten will, muss ich ihn verfolgen. Du bleibst hier. Geh nur. Rainbow. Ich sage, jetzt kommt Rainbow. Ich komme hier schon allein zurecht. Nein, Pinky. Der Tantabus ist hier. Ich muss ihn hier nur finden. Entschuldige, er kann nichts dafür. Mir kommen so viele Ideen und... Oh, Kuchen! Da ist er. Der Tantabus. Blätterschei. Schön, dass ich auch mal das Haustier sein kann. Ach du Scheiß. Lieber, riesiger, böser Angel. Oh, danke, Prinzessin. Nein, jetzt sind doch die Vögel riesig. Und alle kämpfen in ihrem Traum. Also das nenne ich mal einen außergewöhnlichen Traum. Vor allem guck mal, wie groß der auch schon ist. Hallo Rainbow. Der Tantabus deinen Traum schon in einen Albtraum verwandelt. Luna, wovon redest du denn? Das ist mein Lieblingstraum. Da ist der Tantabus. Und sind das nicht... What fuck? Und war das nicht gerade diese Dinger, gegen die Rainbow da kämpft, von, dem Wechselpony. Hier, Chrysalis. War das nicht diese Dinger, die da auch in dieser Folge waren am Ende der Staffel? Die sich doch in die Main Six verwandelt haben? Ich glaube, das waren die doch, oder? Ich hoffe, ich verwechsel es nicht. Twilight. Huh?
Bücherfledermäuse. Ist auch lustig. Luna! Was ist passiert? Ist alles in Ordnung? Das war fürchterlich. Ich will diesen Albtraum nie wieder durchstehen. Ich auch nicht. Und das sagt selbst Rainbow. Luna hat ihn gefangen. Oder doch nicht? Es tut mir leid, meine Freunde. Ich habe versagt. Er wird zurückkommen und eure Träume bestimmt wieder stören. Oh nein! Ja, ich muss zugeben, ich kann gut darauf verzichten, ihn je wiederzusehen. Ihr werdet ihn sehen. Immer, immer wieder. Jede Nacht, bis er stark genug ist, um in die wache Welt einzudringen. Jetzt bin ich so wie damals als Nightmare Moon schon wieder verantwortlich für das Leid, das anderen geschieht. Und das kann ich nicht mehr ertragen. Ach komm, ist schon okay. Jedes Pony macht mal Fehler. Solange ihr von keinem anderen Pony träumt, kann der Tantabus nur in euren Träumen auftauchen. Also ja. Kann ich ihn noch fangen, bevor es zu spät ist. Puh, na das ist doch gut. Allerdings habe ich noch geträumt, ich hätte mit ganz Ponyville einen riesen Eisbecher gegessen, während wir einen Test schrieben, für den wir nicht gelernt hatten. Siehst du, habe ich's nicht gesagt? Jedes Pony macht mal Fehler. Du hast von allen aus Ponyville geträumt. Stimmt, die ging doch aus dem Haus. Tantabus könnte jeden Traum in Ponyville in einen Albtraum verwandeln. Es ist sogar noch schlimmer. Mit jedem Traum, den er stört, wird er immer noch mächtiger. Ja. Und schon bald wird er in die reale Welt eindringen und zerstört Equestria mit seiner Albtraumpest. Dann musst du dir von uns helfen lassen, bevor das passiert. Aber wie nur? Als es ihm gelungen ist, dir zu entkommen, konnte er nur in 6 Träume weiterziehen, Luna. Das stimmt. Wenn er sich in vielen Träumen verstecken kann, dann wird es mir nie gelingen, ihn zu fangen. Und was wäre, wenn alle in Ponyville denselben Traum haben? Ich kann einen gemeinsamen Traum erschaffen, ja. Aber für so viele Ponys gleichzeitig? Sowas habe ich bisher noch nie gemacht. Dafür brauche ich enorm viel Kraft. Naja, es ist ein Versuch wert, oder nicht? Natürlich. Ich tue alles, um das zu beenden. Ich bitte euch sogar um eure Hilfe. Ich kann nicht zulassen, dass der Tantabus den Weg in die Welt findet. Ihr müsst jetzt alle schnell wieder einschlafen und hoffen, dass ich einen solchen Traum erschaffen kann. Okay, das wird jetzt interessant. Yo! Sieht schon geil aus. Hat so ein bisschen was von dieser Kugel, wenn man anfasst, dass dann so die Haare zu Berge stehen. Alle wundern sich. Da ist gerade jemand mit dem Boot umgeflogen. Ein bekanntes Gesicht zu sehen. Yep. Ponys! Prinzessin Luna! Es ist keine Zeit für Verbeugungen, Freunde. Euch erwartet etwas. Etwas Furchtbares. Nein, es ist ja bereits hier. Ach du Scheiße. Es tut mir so leid. Ich versuche, ihn von euch fernzuhalten. Ich beende diesen Albtraum. Sie hat nicht genügend Kraft. Prinzessin, was ist denn? Es bedarf schon all meiner Kraft, diesen Traum aufrechtzuerhalten. Ihr müsst ihn aufhalten. Ich wünschte wirklich, ich müsste euch jetzt nicht darum bitten. Dann hast du Glück. Ja, wir sind schon auf dem Weg. Jetzt ist jedes Haus ein Monster mit Arm und Bein. Peter, ich zahle dir jeden Preis, den du willst. Ich hab dich. Hör, wie geil. Da war sie gerade hier wieder, Flatter, wie ist das denn mal? Du kannst alles in einem Traum nicht vergessen! Ja.
What the fuck? Kommt schon, wenn dieses Tantabus-Ding in diesem Traum für noch mehr Chaos sorgt, sind wir zu sehr damit beschäftigt, Ponys zu retten. Dann erlangt er immer mehr Macht und kann in die reale Welt eindringen. Und wie können wir wissen, wann es ihm gelingt zu entkommen? Oh, ich glaube, das wissen wir dann schon. Ja, alle bis jetzt. Beeilt euch, Freundinnen! Was war? Bitte, wir brauchen auch eure Hilfe. Er ist schon so groß. Lagerschei hat recht. Wir müssen zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass er flieht. Aber wie können wir denn helfen? Kein Pony in Ponyville besitzt deine Magie oder deine Schnelligkeit. Das stimmt. Jedenfalls in Ponyville. Aber das hier ist nicht Ponyville. Es ist ein Traum. Yep. Und nicht irgendeiner. Es ist euer Traum. Alles, was man im Traum tun kann, könnt ihr jetzt tun. Tja, wenn man schon träumt, dann aber auch richtig. Hüa! Mit einer Schere. Nein, 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 nein. Mit Geld. Mit Geld fliegt er. Wie geil. Oh, hier die drei. Ich frag mich gerade, wenn ich jetzt in diesem Traum wäre, was würde ich mir wünschen, wie ich den besiege? Also ich glaube, ich würde auch fliegen können und ich glaube, ich würde gerne dann so aussehen wie Mr. Incredible. Keine Ahnung, warum ich gerade an den denke. Es funktioniert, aber das wird nicht reichen. Dann geht noch mehr. Das ist ein Traum, nicht vergessen. Wovon träumt sie denn? Ach hier! Wie geil! Scheiße. Ich kann nicht mehr viel länger aufrechterhalten. Equestria wird untergehen und ich bin schuld daran. Ach du Scheiße. Bin ich jetzt verrückt oder ist dieser Tanta-Dings noch größer geworden, nachdem Luna das gesagt hat? Er ernährt sich von deinen Schuldgefühlen, Prinzessin Luna. Wenn das so ist, ist das wohl der Grund dafür, warum er überhaupt stark genug war, ja, um in die Träume zu gelangen. Was soll das bedeuten? Wahrscheinlich habe ich den Tantabus erschaffen. Ich schicke mir jede Nacht denselben Albtraum. Um mich für das Böse zu bestrafen, das ich als Nightmare Moon verursacht habe. Aber warum machst du denn so etwas? Um sicher zu sein, dass ich mir niemals vergeben werde, wie sehr Equestria damals wegen mir gelitten hat. Aber ich habe wohl nichts gelernt. Denn jetzt habe ich euch noch viel mehr Leid zugefügt. Aber das bedeutet, dass du das alles auch selbst aufhalten kannst. Ja, wenn er stark wird, weil du dir die Schuld für deine Taten als Nightmare Moon jetzt musst du nur endlich aufhören, dir dafür die Schuld zu geben. Wie soll ich mir denn vergeben? Ich bin kein besseres Pony als damals. Was ich erschaffen habe, verwandelt die ganze Welt in einen lebendigen Albtraum. Aber sieh doch mal, was du jetzt tust. Nightmare Moon hätte gewollt, dass der Tantabus Equestria in einen Albtraum verwandelt. Du tust alles, um das zu verhindern. Siehst du das nicht? Das beweist doch, dass du nicht mehr das Pony von damals bist. Nee, das ist ja auch nicht mehr. Jedes Pony, das dich kennt, weiß, dass Nightmare Moon Vergangenheit ist. Wir alle vertrauen dir, Luna. Vertraust du uns genug, um zu glauben, dass wir richtig denken? Ja, das tue ich. Oh. Sie selbst. Dankeschön. Ich danke euch allen. Jetzt können alle aufwachen.
ja, allerdings bin ich mir nur nicht so sicher, wie sie es geschafft hat. Luna hat den Tantabus erschaffen, um sich selbst zu bestrafen. Und je schlechter es ihr ging, desto mehr nährte sie seine Kraft. Doch als es ihr endlich gelang, sich für ihre Taten als Nightmare Moon zu verzeihen... Puff! Psst. Huh. Ich frage mich, was sie jetzt wohl träumt. Na, was träumt sie Schönes? Was ist das denn für ein Ort? Das sieht aus wie bei Ori and the Blind Forest. No joke. Das sah aus. Ich gehe nochmal zu dieser Sequenz hin. Zack. Das sieht aus wie bei Ori and the Blind Forest. So eine Welt, wo man dann da springen und hüpfen muss und da sammeln muss und Gegner besiegen muss. Tolle Folge. War sehr unterhaltsam, sehr schön. Von daher, ja, wie hat euch die Folge gefallen? Schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten gebt einen Daumen nach oben, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann zu einer neuen Folge das nächste Mal wieder. Und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor, ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.